Seid ihr jetzt leise, bitte? Danke. Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, zu einer neuen Folge Minecraft-Minispiele mit dem Spiel Jump World. Und mit ein paar Leuten, die hier mitspielen, nämlich zum Beispiel die Shishi, die Bambi, die Blanka, die Wunden, die Kissi und nochmal die Shishi, weil die gerade runtergefallen ist und hier wieder neben mir steht. Hallo! Hallo! Hallo. Wir spielen heute die Map von Jessie F. Und die heißt Rockkartoffel und ich lese erstmal. Hallo Rocky und andere, viel Spaß. Wow, viel Spaß. Heute war dein letzter Tag in Rocky City und du musst wieder nach Hause. Jetzt musst du nur noch zum Flughafen. Los, beeil dich, sonst ist das Flugzeug weg. Schaffen wir das, Leute? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ich gehe stark von Nein aus. Ja, auch oh Gott. Ja, okay. Ich kann keine Leitersprünge, wenn Leute in mir stehen. Siehst du die Insel dort drüben? Dort musst du hin. Welches Portal ist das Richtige? Oh, na auf Anhieb das Richtige. Steig in das Flugzeug. Ich bin in das Flugzeug gestiegen und da steht kein Zutritt und ich bin trotzdem drin. Okay. Manchmal bin ich echt ein super Typ. Das war das Falsche. Das Rechte. Finde nach. Hä, bin ich jetzt angekommen oder was? Ah, komm mal, hier ist ein Villager und noch ein Villager. Kein müssen Zutritt. Wir hin, Daniel? Mit einem Villager. Da müssen wir hin. Hä, ich verstehe dieses. Geh mal, guck mal, da vorne. Da vorne ist auch ein Portal. Viel Spaß dann. Finde nach Hause. Och, Mist. So weit. Seid ihr beide runtergeflogen? Nee, ich bin hier nur am Anfang durch die Tür einfach so durchgelaufen. Das ist ein Rockkartoffelkopf, das ist bestimmt der, für den Rockkartoffelkopf gibt's bei Kreativität immer 100 Punkte. Oh. Kopf. Vor allen Dingen Punkte. Volle Punktzahl, Noten. 1 plus mit Sternchen. Ich hab gewonnen, oder auch nicht, warte. Oh. Willkommen zu Hause, oh. Suche das Ziel. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wo das Ziel ist. Ist er ja noch nicht, er muss noch das Ziel suchen. Ich komme. Dubidu. Danke fürs Spielen, ich hoffe, euch hat es gefallen. So kurz? Pam. Aber ich komme über diese eine Ecke. Ich komme auch nicht darüber. Okay, ich bewerte sprinten. Mal ganz kurz. Aber Moment, bitte. Ich komme nicht mal auf den Wollblock drauf. Ich sprinte da immer zu weit. Also die Kreativität ich kriegt... Auf den Wollblock, das ist das Problem. Hallo, ja, Ruhe ja, jetzt. Nein. So, die Kreativität kriegt von mir dank des Flugzeuges und dem ganzen Story-Gedöns ein Gut. Die Sprünge sind für die anderen viel zu schwer. Für mich aber nicht. Daher sehr gut. Und die Optik, hallo Rockkartoffelkopf, sehr gut. Alter. Och, ich spring immer zu weit. Vor allen Dingen, wie Bambi direkt wieder austastet. Ich spring immer zu weit! Jetzt ist hier alles erfassen, Leute. Verdammt komm auf die Ecke doch nicht mal! Ins... Ja, ich komm nicht ins Wasser. Nein! Vielleicht okay. Sollst du einfach nicht ins Wasser. Hä, wo geht's denn hier? Was, wie? Wie macht man? Du musst ganz ruhig bleiben, nein! Bambi. Nein, wie macht man denn diese Leitersprünge dort? Ich kann die einfach nicht. Ich bin einfach zu. Ich habe ein Haar auf dem Bildschirm. Ist mir egal. Jetzt nicht mehr. Sag mal, ihr seid doch voll gut. Was habt ihr denn? Nein! Jawohl. Nein. Hä? Hä? Und jetzt ich Dani, komm schon. Ich hab den Wollblock nicht. Jawohl. Welcher Wollblock? Der den Dani gerade verkackt hat? Dieser. Hey. Hey, nicht so viel zu meiner Dani. Wenn Dani sich beleidigt fühlt, bin ich ganz böse. Oh. Ah. So. Oh, sehr gut. Sehr gut. So, Blanka, und jetzt mit... Oh, Bambi hat's geschafft. Und Dani hat's auch geschafft. Dani. Och. Kann halt kommen, Dani, komm, besuch mich. Da kannst du fast rumgehen, Dani. Jawohl, Dani. Und noch... Jawohl, Dani. Und du hast es geschafft. Das gibt's doch wohl nicht. Ja. Hey, wie soll man hier um die Ecke kommen? Ich komm da am besten gar nicht. Dani, guck mal. Nein, ich spring zu weit. Da, hier. Oder da. Genau. Hier. Hä, aber da bin ich eben oder nicht da durchgekommen. Ich bekomme hier nicht über die Erde. Ja, weil du gegen die Tür gesprungen bist. Die Kreativität bekommt von mir ein Gut.
sehr gut. Ich finde. Hey, du bist auch fertig? Du bist gar nicht fertig. Ja, man kann trotzdem schon bewerten. Ach so, ja, aber ihr habt das alle nicht geschafft. Nicht so wie Dani und ich. Yeah. Wir gehen trotzdem in die nächste Map. Ha. Okay. Ich bin fertig. Gleich. Euer Ernst, Gott? Jetzt bin ich hier. Jetzt, wo ich hier bin. Jetzt bin ich auch fertig. Ihr könnt es ja später nochmal spielen. Rockkartoffel-Hinweis kurz von Giandrina. Nein, ich war gerade beim Ziel. Kurz vor Ziel. Weg für andere? Warte, was steht denn hier? Hallöchen, Willi und andere. Ich freue mich. Ich würde was? Sagen, ich freue mich und gute. Was? Ich freue mich auf gute Bewertungen und viel Spaß beim Jump and Run. Warum geht ihr alle in meinen Weg rein? Hä, wie dumm ist denn dieses... Oh. Kreativität schlecht, Sprünge. Schlecht. Okay. Also Kreativität tut mir leid, aber schlecht. Das stimmt halt denn wirklich. Wie ist denn der Weg für andere müssen noch einen Jump'n'Run machen, oder? Ja, ich hau das so, die Sprünge finde ich auch, ich habe keinen Sprung gehabt, aber die Optik dank meinem Kopf natürlich wieder ein sehr gut. Die anderen haben Jump'n'Run. Nein, nein, wenn man die andere nimmt, dann ist unten ein Schild und da steht drauf, ich muss Rocky Weg nehmen, weil er cooler ist. In Klammern Ironie. Oh. Nice. Oh, jetzt bin ich. Oh nein. Oh nein. Wir müssen Hilfe. Wow. Ich warte. Wow. Ich bin überrascht von mir selbst. Ja, jetzt bin ich irgendwo Leiter. Okay, gehen wir in das Jump and Run für Rockkartoffel von der Schoko-Ecki. Schoko-Ecki. Schokopups-Ecki. Was haben. Oh, hier müssen wir aber erstmal. Was? Nur für Rocky. Jetzt bin ich mal gespannt. Wartet erstmal unten. Bambi. Wartet wirklich erstmal unten. Oh, das ist doch nicht lustig. Hallo und willkommen zu meinem ersten Jump and Run. Herzchen. Okay. Achtung. Ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei. Ei. Das sind zwei belegte Brote. Eins mit Schinken, eins mit Ei. Danke. Hallo und willkommen zu meinem ersten Jump'n'Run. Dieses Jump'n'Run ist für Rocky, Rockkartoffel. Ich hoffe, dir und anderen gefällt das Jump'n'Run. Viel Spaß, liebe Grüße, Schoko-Ecki, gebaut von Schoko-Ecki. Nice, Schoko-Ecki, wir legen los. Herz. Ich hab immer das Herz vergessen. Herz. Bricht mein Herz. Herz. Danke für deine ganzen Herzen, Schoko-Ecki. Das freut mich wirklich wunderst. Geh mal hier weg. Ich zeig dir jetzt mal, wie das hier geht, Dani. Vor allem mir. Welches war Rockys letztes Projekt? Karl natürlich, hallo, das weiß ich ja sogar. Nein, das war Bale. Wenn du dich umdrehst, siehst du, wo du sonst gelandet wärst. Oh, nice. Ich wäre das oh Gott. Runtergefallen. Tschüss, Dani. Ich sehe euch von oben, ihr Kleiner. Was? Ich hab's geschafft, ich bin fertig. Nein! Hier ist das Jump'n'Run von oben. Bauzeit, was? Warte, erstmal Kreativität. Kriegt ein Okay. Die Sprünge waren saugut. Und die Optik, es war kein Rockkartoffelkopf drin, aber trotzdem gut. So, Bewertung abschließen. Jetzt möchte ich es auch bitte nochmal von oben sehen. Jetzt ist die Frage, was hätte auf dem Schild gestanden, wenn man falsch gewesen wäre? Falsch. Achso, okay. Wer ist das denn da? Wer schafft das denn nicht? Die Blanka schafft das nicht. Blanka, konzentrier dich. Konzentrier dich, Blanka. Konzentrier dich. Ja, ja, ja. Auf dem Schild würde einfach nur falsch draufstehen. Nice, falsch. Sag ich doch, hab ich da eben schon... Oh, Blanka, das war kurz vorm Checkpoint. Ja, aber ich schaff den Sprung dann nicht. Du musst mal... Versuchen, so direkt hinten an der Ecke abzuspringen. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach, wie es für dich ist, Dani. Okay, dann haben wir noch ein Jump and Run von der Giandrina nochmal. Und das heißt schon wieder Rockkartoffel. Und die Bewertung ist 3,30. Ich bin mal gespannt, ob es wieder kurz oder was weiß ich was ist. Oh, ich hoffe, Junge. Ich bin nicht mehr in der Runde. Dieses Jump and Run wurde von mir hey, wow, guck mal, wie die Hälfte einfach nicht mehr da ist. Dann gehen wir halt mal raus. Eieiei. Weil wenn die anderen noch in dem Jump-Run sind, verlassen. Und man in ein neues reingeht. Ah, jetzt bin ich. Jetzt habe ich das Duell verlassen und bin drin.
Dieses Jump and Run wurde von mir Zauberer und Tobi Crafter 756. Was? Haben wir jetzt nicht gesehen? Jo, hier backt man einfach wie. Oh nein, jetzt backen die Dinger bitte. Oh, das habe ich so richtig wollen. Oh, das mag ich. Oh, oh, Macarena. Wie kommt man da runter? Du musst wieder zum Checkpoint gehen. Oh. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich back hier drin. Ja, also nicht abkürzen. Da backt man die ganze Zeit drin. Ich weiß nicht, wie Rocky das geschafft hat. Nee, hat er ja auch noch nicht geschafft. Ach doch, so, ich war schon dran vorbei. Aber ich musste nochmal zurück, weil ich gestorben bin. Also ich habe Schaden gekriegt. Siehst du, ich bin schon wieder drüber. So, und jetzt? Hey, ich back da die ganze Zeit. Ich glaube, jetzt muss ich da so... Ich hab's geschafft. Back da drin. Oh, ich hab's auch geschafft. Hä, ich verstehe das gerade nicht. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ah, ich auch. Dani, du darfst nicht runterfallen, oh, Digga, Alter. Alter. Hä? Oh. Oh Mann, warum? Was ist denn das für ein Schatten? Oh Mann. Hä? Ruhig, Bambi, ruhig. Oh Gott, oh Gott. Hä, habt ihr auch Jumpboots? Was hast du? Jumpboots. Ja, den brauchst du auch, um in die Lücke beim Haus reinzukommen. Nee, brauch ich eben nicht. Bisschen schon, wenn du inkompetent bist wie ich. Alter, ich krieg diesen scheiß Zaunsprung nicht. Okay. Nicht in diesem Ton. Mensch, Bambi. Hab ihn geschafft. Hä? Oh, wie dumm. Hä, war das ein Quidditch-Feld? Nein, ich verstehe hier gar nichts mehr. Ich auch. Kreativität, oh gut. Sprünge, gut. Optik, gut. Danke, dass du das gespielt hast. Viel Spaß beim Spielen anderer Maps. Okay, dankeschön, aber ich. War das, ist das hier ein Quidditch-Feld? Könnte man so sagen. Hä, ist doch eigentlich voll niedlich gemacht. Was, ja, aber was macht denn hier ein Quidditch-Feld plötzlich? Das hat doch gar nichts mit Harry Potter zu tun. Vielleicht hatte ja Fantastische Tierwesen genauso gut gefallen. Deswegen war ganz am Anfang der Zauberer auf dem Schild. Verstehst du? Verstehst du? Ja, ich verstehe das. Oh, was? Ja, Zauberer wegen Harry Potter. Nee, wirklich. Hätte ich jetzt nicht. Ich dachte dann, Harry Potter wäre eine Hexe, weißt du? Ja. Was muss ich denn ja, hier jetzt machen? Ja, nein, Harry Potter ist Hermine. Okay, was muss ich denn hier jetzt das machen? Das weiß nur niemand. Wo denn? Na, hier ganz am Anfang dort. Was muss ich jetzt denn? Musst du da unten in die Lücke reinspringen. Auf diese... Ja, du musst hier nein, jetzt springst du erstmal hier runter. So, boom, hier oben landen. Dann so, dann da in die Lücke. Nein, du kannst aber auch einfach direkt da durchspringen, um ehrlich zu sein. Ja, ja, genau. Wenn du es nicht am Anfang perfekt so verkackst, wie ich es gemacht habe. Haha, Dani hat verkackt. Gut. Aber ich würde auch schon mal sagen, yeah, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Minispiele. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön, dass ihr die Maps gebaut habt. Ihr könnt natürlich immer wieder gerne neue nachreichen. Wir spielen die immer mal wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ja, dann bis morgen. Tschüss. Tschüss.